Hallo, hier ist die Kerstin. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich grüße dich wieder einmal von meiner wunderbaren Terrasse hier in Fuerteventura, genauer gesagt von der Costa Calma. Und ich möchte heute eine Fortsetzung aufnehmen zu dem Video. Ups, I did it again. Hast du schon gesehen? Das habe ich letzte Woche aufgenommen und Oops, I did it again bedeutet, ich habe wieder einmal alles losgelassen, materiell und auch sonst, was mich ein paar Jahre begleitet hat im Leben und habe mich dafür entschieden, ein neues Kapitel in meinem Leben zu öffnen. Wie in einem Buch, so kommt es mir manchmal vor. Ich öffne ein neues Kapitel in meinem Buch. Und ich kreiere immer wieder neue Kapitel, denn die sind gar nicht vorgegeben, vorgeschrieben, fix und foxy, sondern ich kreiere sie, indem ich sie öffne. Ist doch auch eine wunderbare Vorstellung, oder? Ja, ich danke ganz, ganz herzlich für die vielen Kommentare, die ich bekommen habe auf YouTube und auch über E-Mails, dass ich euch inspiriere mit meinen Videos. Das ist auch mein Ziel. Und ich habe nicht die Vorstellung, dass jeder jetzt seine Wohnung aufgeben muss und ein Reisender werden muss. Ich glaube, das kommt auch rüber. Es ist für mich im Moment das, was stimmt. Und es ist scheinbar meinem ganzen Leben schon etwas, was ich brauchte, was mir gut tat, was mir Spaß gemacht hat. Sonst hätte ich es nicht getan. Aber vielleicht ist das für dich nicht etwas Schönes und vielleicht. Ja, ist das gar nichts, was du brauchst für deinen Seelenweg. Ja, aber es ist trotzdem schön, wenn ich dich inspirieren kann, eingefahrene Pfade, Schienen zu erkennen und dann zu wählen, ob du eine Weiche stellen möchtest. Wie bei der Bahn. Da stellt man Weichen. Jetzt geht es vielleicht da in die Richtung. Und wenn du auf diesem Gleis bleibst mit deinem Zug des Lebens, dann fährst du immer auf der gleichen Spur. Aber irgendwann kommt eine Weiche. Und an dieser Weiche kannst du sagen, oh, jetzt nehme ich mal den Weg. Und das Tolle in deinem Leben ist, dass du diese Stellen mit den Weichen selber definierst. Du kannst sagen, jups, heute mache ich da eine Weiche hin und heute gehe ich einen anderen Weg. Du kannst sagen, morgen, übermorgen, wo und wann auch immer. Das ist das Coole und das ist der freie Wille hier auf diesem großartigen Planeten. Und manchmal braucht es eine Erinnerung, dass das so ist. Das sehe ich auch als meine Aufgabe, dich zu erinnern, dass du der Schöpfer deines Lebens bist. Ob du das jetzt Kapitel im Buch deines Lebens nennst, ob du das als Weiche und als Gleis siehst, du kannst immer wieder neu wählen. Erlaubst du dir das schon? Oder möchtest du noch eine kleine Inspiration von mir haben? Dann habe ich nämlich eine für dich. Ich bin sehr achtsam unterwegs. Das ist leichter, wenn man immer alleine unterwegs ist, wie das bei mir der Fall ist. Es ist grundsätzlich aber auch wichtig für dich, wenn du in Gruppen, in Klassen, in Familie, mit Freunden unterwegs bist, immer wieder achtsam zu dir zurückzukommen und dich mal wahrzunehmen. Was machst du gerade eigentlich? Wie reagierst du? Was wählst du? Ja? Und eine solche inspirierende Geschichte habe ich neulich am Strand erlebt, hier an der Costa Calma. Der Strand hier ist breit, abhängig auch von Ebbe und Flut. Das merkt man hier sehr stark. Aber er ist selbst bei Hochwasser immer noch breit genug. Die Strände sind lang, die Strände sind goldfarben. Ich schwärme jetzt ein bisschen, ich mache dich jetzt so ein bisschen neugierig auf Abenteuer, ja. Und der Strand ist immer breit, also sicher, ich weiß nicht, 20 Meter breit, richtig breit. Und ich stehe manchmal, wenn ich da spaziere, ganz gerne einfach am Strand und gucke in dieses türkisblaue Wasser. Und wirklich, es schimmert kristallklar, türkis. Und hier ist helltürkis, da ist dunkeltürkis, da ist blau, da ist ein anderes Blau. Es ist zum Betrunkenwerden. Mich macht es unendlich glücklich.
Und anstatt da jetzt einfach vorbeizuspieden, bleibe ich immer mal wieder stehen und sage, danke, danke, danke. Gut, wo bleibe ich stehen? Natürlich da, wo ich gegangen bin. Also ich gehe und plötzlich denke ich, wow, ein Moment der Achtsamkeit, Dankbarkeit, des Genusses und ich bleibe stehen und schaue aufs Meer. Jetzt kommen Spaziergänger von rechts, von links und sie laufen zum Teil im Wasser, sie laufen zum Teil da, wo der Sand tiefer ist. Dann kommen die Jogger, dann kommen ja verschiedene Menschen in verschiedenen Geschwindigkeiten, verschieden bekleidet. Das ist ganz interessant. Jeder ist so in seiner Zone, in seiner Bubble und genießt. Und dann geschieht ab und zu Folgendes. Ich stehe also und genieße diesen Blick und es kommt zum Beispiel von links jemand und der hat nun sich ausgerechnet ausgewählt, dass er da gehen möchte, wo ich stehe. Am Strand gibt es ja irgendwie so die Ordnung, dass die, die liegen, sind so ein bisschen weiter weg vom Wasser. Ja, da hat man dann vorne genau die Spaziergängerzone und in dieser Spaziergängerzone stehe doch nun tatsächlich ich. Das einzige Hindernis auf Kilometern in der Länge und sagen wir mal 20 Metern in der Breite. Dieser Mensch kommt und ist jetzt auf seiner Spur, auf seiner Schiene. Und er kommt näher und näher und ich stehe da. Ich muss jetzt noch lachen, das Gefühl ist manchmal so wirklich komisch. Und dieser Mensch ist so auf seiner Schiene, er möchte jetzt genau da gehen, wo ich stehe. Und was macht er? Er schlägt nicht etwa 20 Meter vorher schon mal ein bisschen einen anderen Kurs ein. Nein, er geht direkt auf mich zu und geht ungefähr 2 Zentimeter vor mir vorbei. So anklagend, du stehst hier im Weg. Das ist Spaziergehzone. Kennst du das? Ich habe das schon ein paar Mal erlebt und es wühlt mich jedes Mal so auf, weil ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Es ist ja nicht so, dass die Leute mich nicht sehen. Es ist nicht so, dass die so gucken und dann plötzlich ist da dieses Hindernis eines anderen Körpers, sondern sie sehen mich schon, aber sie sind auf ihrer Spur. Weißt du, was ich meine? Wie ist so ein Leben, wenn du so auf deiner Spur bist, egal was kommt, egal was spontan entsteht und du bist auf deiner Spur. Heute mache ich das. Dann kommt von außen irgendetwas, was dich vielleicht zu etwas anderem einlädt, was sagt, hey, lass uns das machen, lass uns das machen oder das ist doch jetzt wichtiger. Und du sagst, nein, ich muss jetzt erst mal das machen. Und du verpasst ganz, ganz tolle Sachen dabei. Und auch wieder ein Beispiel von mir. Ich habe auch meine Gewohnheiten, selbstverständlich. Und ich gehe am Strand spazieren, ich gehe schwimmen, ich lege mich hin, all das. Und irgendwann heißt es dann, oh, jetzt ist dann mal Zeit, den Strand zu verlassen. Und hier an der Costa Calma ist das mit einem kleinen Aufstieg verbunden. Einem großen Aufstieg. Also es geht recht steil hoch und ich habe meinen typischen Strandaufgang, das ist der kürzeste Weg und das ist wirklich steil. Und der Bordstein oder Kantstein, auf den man dann von der Straße, es ist eine asphaltierte Straße, auf die man dann geht, der ist bestimmt 50 Zentimeter hoch. Es ist Arbeit und wenn man so vom Strand kommt, ich bin meistens so ein bisschen K.O. Anyway, mein Unterbewusstsein hatte vor ein paar Tagen scheinbar darauf keine Lust. Ich habe mich da auch wirklich führen lassen, aber Strandaufgang, jetzt gehe ich mal da hoch. Dann bin ich da hochgestapft, ich hatte meinen Sonnenhut auf, Sonnenbrille, keine Schuhe und bin einfach so Blick nach unten, wirklich müde und so ein bisschen diese Aufstiege, bin ich da hochgestapft. Ja? Und oft, wirklich oft, bin ich alleine unterwegs und ich suche auch Alleinreisende und schenke ihnen ein Lächeln. Ehrlich, weil ich genau weiß, wie es ist, wenn man alleine ist. Man hat einen unsagbar schönen Strand und man ist happy und man freut sich so alleine vor sich hin. Also oft, wirklich oft, lächle ich Alleinreisende an. An dem Tag
Ich war müde. Ich habe einfach nur so stapf, stapf, so wie eine Atemmeditation mit jedem Schritt stapf, stapf, stapf. Und ich sah aus den Augenwinkeln oben eine Person sitzen. Genau dort, wo der Weg so langsam weniger steil wurde, war ein Stein und darauf saß eine dunkelhäutige Person. Mehr habe ich nicht gesehen und habe mir irgendwie, das sind so ganz kurze Entscheidungen gedacht, ach nee, ich habe keine Lust, jetzt Hallo zu sagen. Bin weiter gestapft. Und bin etwa 2 Meter vor dieser Person, da sagt sie, Hallo, ist das nicht traumhaft schön? Auf Englisch. Und selbstverständlich komme ich dann heraus aus meiner Eingezogenheit und sage, oh ja, das ist wirklich schön. Und dann hat sich daraus ein Gespräch ergeben. Und dieser Mann kam aus London und er war tatsächlich dunkelhäutig, darum habe ich ihn aus der Ferne schon als dunkel wahrgenommen, mit Rasterlocken. Sehr fröhlich, sehr aufgestellt, wie man in der Schweiz sagt. Ich schätze mal so mein Alter und hat ganz genüsslich ein Sandwich verdrückt. Und wir haben geredet und es war einfach eine Bereicherung, ein Geschenk. Und er hat dann gesagt, ja, er würde jetzt gerne ein Fahrrad mieten. Habe ich gesagt, ja, ich komme doch kurz mit, liegt auf meinem Weg. Wir haben weiter geplaudert und er ist dann zu diesem Fahrradverleih. Und dann, als wir uns trennen wollten, hat er gesagt, wollen wir nicht noch was trinken gehen? Und an dem Tag hatte ich keine Lust. Ich war wirklich erschöpft und so in meiner Bubble und habe dann gesagt, du sehr gerne, wie sieht's mit morgen aus? Ja, und dann haben wir uns am nächsten Tag getroffen um 5 Uhr, haben was gegessen und getrunken. Ich habe 2,5 Stunden mal wieder Englisch reden können, was absolut mein Lieblingshobby ist. Und wir hatten ein schönes Restaurant mit Blick auf den Atlantik, auf den Strand. Und es war ein reicher Abend, ein sehr, sehr reicher Abend. Und er hat dann gesagt, du, vielleicht miete ich morgen ein Auto, hast du Lust mitzukommen? Und ich habe hier kein Auto, ich fahre seit 20 Jahren kein Auto mehr. Ja, und so war es dann am nächsten Tag, hat er mir getextet. Er hätte noch eine Frau im Hotel getroffen, eine Deutsche. Und wir sind dann zu dritt mit einem geliehenen Panda in den Süden gefahren und haben einen anderen Strand erkundet, waren schön essen, hatten Spaß. Ja, das als Beispiel, was sich ergeben kann, wenn man mal seine Schiene ändert, seinen Pfad. Und auch, darf ich ja auch anfügen, wenn man auch, wenn man in seiner Bubble ist, trotzdem noch mal so die Augen offen hält, was tun sich da für Chancen auf? Ich war in meiner Bubble. Und ich wurde angesprochen und hatte die Wahl, sage ich, no speak English, gehe ich einfach weiter oder sage ich, ja, wenigstens sage ich mal Hallo und guck mal, was das für ein Mensch ist. Ja, immer wieder haben wir die Wahl, immer wieder haben wir die Wahl und du darfst wählen, du darfst auch Nein sagen, absolut. Darum geht es aber eben gerade, das bewusst zu tun. Und dafür ist es gut, achtsam zu sein. Was mache ich gerade? Bin ich auf einer eingefahrenen Schiene oder wähle ich gerade bewusst? Wähle ich unbewusst, das sind nämlich die Schienen, das ist ja auch eine Wahl. Aber wie oft geschieht das unbewusst? Immer der gleiche Strandaufgang. Das ist unbewusst, mache ich gar nicht mit Bewusstsein. Und an dem Tag Führung. Wie will man das nennen? Ist ja auch egal. Jedenfalls war es irgendwie meine Wahl, den Aufgang zu wählen, so zu antworten, zu sagen, ja, der Typ gefällt mir, mit dem möchte ich Zeit verbringen und auch offen zu sein für das, was da passiert. Ja, das ist so mein Beispiel von wähle und erlaube dir auch mal die eingefahrenen Pfade und Wege zu verlassen. Und es muss nicht immer weltbewegend sein. Es sind die kleinen Dinge. Es sind die kleinen Dinge, die dir auch mal erlauben, dann vielleicht ein größeres Ding zu machen. Und vielleicht braucht es einfach auch nur immer mal wieder ein kleines Ding, um wieder so ein bisschen Würze, um ein bisschen Spaß, um Freude, um Leichtigkeit, Spontanität und eben diesen Flow in dein Leben zu bringen. Spür noch einmal zurück zu dem ersten Beispiel. Du gehst am Strand, jemand steht dir im Weg und du gehst ganz knapp an ihm vorbei, anklagend, dass er in deinem Weg steht.
Oder du sagst, jetzt mache ich mal eine Schlangenlinie. Was macht mehr Spaß? Du hast die Wahl und ich habe jetzt die Wahl. Ups, guck mal, die Sonne kommt. Ich habe jetzt die Wahl, was ich mit diesem wunderschönen Sonnentag anfange und mir fallen schon ein paar Sachen ein. Ich hoffe, ich habe dich wieder inspirieren können, wenn du das erste Video noch nicht gesehen hast. Ups, I did it again. Ich hänge es in den Abspann und vielleicht möchtest du das auch noch gucken. Mal schauen, wozu ich dich inspirieren kann. Ich freue mich immer, immer, immer über Kommentare. Also, alles, alles Liebe. Go with the flow. Tschüss, eure Kerstin.